Hey Leute, heute schauen wir uns mal die 15 schrecklichsten High-Momente an, die auf Kamera festgehalten wurden. Und ich würde sagen, wir legen los. Euch macht's viel Spaß, danke für den Support und let's go! Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Haie sind faszinierende Tiere, die seit über 420 Millionen Jahren in unseren Ozeanen herumschwimmen. Der größte Hai, der jemals gelebt hat, ist der Megalodon. Ein 6 Meter langer weißer Hai ist schon furchteinflößend genug, aber Schätzungen gehen davon aus, dass der Megalodon zwischen 15 und 20 Meter lang war. Es wird auch gesagt, dass nur 5% des Meeresbodens erforscht sind. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass noch größere Monster in den Ozeanen lauern, die dann. Nur 5% der Meeresboden wurden erforscht. Das heißt, 95% der Meeresboden sind noch unerforscht. Also, ich dachte, es wären schon mehr. Also, wer weiß denn, welche Tiere es noch da gibt? Also, ja, also vielleicht. Oh Gott, also. Ich dachte, es wären schon mehr Meeresboden erforscht, aber okay, alles klar. Also, jetzt weiß ich Bescheid. Nicht entdeckt haben. Heute zeigen wir euch 15 Momente mit den furchterregendsten Haien, die mit der Kamera aufgenommen Ich bin wurden. gespannt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 15. Im Jahr 2016 machte sich ein Mann namens Steve Bagshell von BBC Earth auf die Suche nach dem gefürchtetsten Raubtier der Welt, dem weißen Hai. Er reiste zu einem Ort vor der Küste von Kapstadt in Südafrika, wo es von Haien nur so wimmelt. In diesem Gebiet steht die sogenannte Kap-Pelzrobbe auf dem Speiseplan des Weißen Hais. Steve und sein Team hatten eine Gummipelzrobbe gebaut, um einen Hai an die Oberfläche zu locken und ihn zu filmen und zu studieren. Es gelang ihnen, und wie man auf dem Filmmaterial sehen kann, springt ein riesiger weißer Hai aus Oh dem mein Wasser. Gott, ist der Diese Haie riesig. können manchmal bis zu 3 Meter hochspringen. Es wird geschätzt, dass der Hai eine Drei unglaubliche Meter? Länge von 6 Metern hatte. Im Jahr 2015 hatte der Discovery Channel einen anderen riesigen Hai mit der Kamera eingefangen, der möglicherweise noch größer war. Der weiße Hai war so gigantisch, dass ein Nachrichtensprecher völlig fassungslos war und sagte, er würde sich nicht mehr ins Wasser trauen, nachdem er diesen Clip gesehen hatte. Kann ich auch irgendwie verstehen. Nummer 4. Also, ja, vor allem die Haie, wenn die 3 Meter springen können. Das heißt, sie sind Pros, wenn es um Springen geht. Oh Gott, okay. Und ja, also was für Haie da wir gesehen haben, das sind echt riesige. Und ja, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass der eine und andere jetzt sich nicht mehr in das Wasser trauen würde. Ja, alles klar. In diesem Video, das 2010 auf YouTube hochgeladen wurde, sehen wir einen erfahrenen Taucher namens Arvel Price, der mit Kollegen in Guadalupe, Mexiko, taucht. Irgendwann kommt ein riesiger Hai in Sicht und scheint Interesse am Tauchkäfig zu zeigen. Die Taucher können ihren Augen nicht trauen. Schließlich kommt der Hai ein zweites Mal zurück und versucht sogar einen Bissen aus dem Metallkäfig zu nehmen. Das hat nicht ganz geklappt und der Hai hatte wohl genug und schwimmt plötzlich wieder weg. Da Nummer hat er wahrscheinlich 13. kein Interesse an die Menschen. 2019 lud der Fernsehsender Global News ein Video hoch, in dem zwei Haiforscher auf einen der größten Haie trafen, der jemals mit der Kamera eingefangen wurde. Ocean Ramsay, eine der Personen in dem Video, war mit ihrem Verlobten in der Nähe der kleinen Insel Oahu auf Hawaii tauchen, als sie plötzlich auf den riesigen weißen Hai trafen. In einem Interview sagt sie, dass weiße Haie geschützt werden sollten und dass die Menschen keine Angst vor ihnen haben sollten. Dennoch rät sie davon ab, ohne. Naja, so keine Angst haben ist schon übertrieben, aber grundsätzlich tun die wirklich nichts. Also pro Jahr sterben so etwa 5 bis 10 Menschen vom Hain in einem Jahr. Und ja, im Vergleich dazu wir töten zwei, so, ich weiß nicht, also so 200 Millionen Haie habe ich einmal gehört. Ob das wirklich stimmt, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht beweisen, aber Leute, also ja, wir sollten schon Haie besser schützen, ehrlich gesagt. Also ja, weil die tun ja nichts, bis man nicht wegschwimmt, weil wenn man wegschwimmt, denkt der Hai sich, okay, das ist jetzt meine Beute, den kriege ich. Aber naja, aber wenn man so still steht, dann tun die nichts. Aber Leute, ich kann es auch verstehen, wer jetzt sagt, Mathe, was denkst du denn, dass ich stillstehen kann, wenn ein weißer Hai vor mir steht? Ja, ich könnte es auch nicht. Also ja, aber Leute, ich würde auch sofort wegschwimmen, auch wenn das jetzt nicht das beste Idee ist, wenn man ein Hai trifft. Ja, aber grundsätzlich, bis man sie nicht provoziert oder irgendwas Falsches macht, dann so lange tun die Haie auch nichts. Erfahrung ins Wasser zu Meistens. gehen. Sie ist eine erfahrene Tauchlehrerin, die Aktivitäten zum Schwimmen mit Haien ohne Käfig anbietet. Würdet ihr euch das zutrauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich weiß nicht. Ich glaube, Nummer 12. ich würde mich nicht trauen.
In diesem Video aus dem Jahr 2019 sehen wir einige Leute, die mit dem Kajak unterwegs sind. In den letzten Jahren wird das Angeln vom Kajak aus immer beliebter und du kannst diese Art von spannender Aktivität buchen, wenn du dich traust, das zu tun. Wie ihr im Video sehen könnt, hat einer der Angler einen Biss... Naja, mit Trauen ist das jetzt nicht das Problem, aber ich bin generell nicht so ein Fan von Angler, weil mir tun halt die Fische voll leid. Also wenn ich so Leute angeln sehe, dann tun mir echt die Fische leid. Also und deshalb, würde ich nur aus Notfall wirklich angeln. Also wirklich aus Notfall, also so aus Hobby, nee. Und versucht den Fang einzuholen. Nach einem langen Kampf mit dem Fisch stellen sie fest, dass sie einen Bullenhai am Haken haben. Der Bullenhai ist davon nicht begeistert und rammt seine Nase mehrmals in das Kajak. Der Hai scheint ziemlich wild zu sein und ist sehr stark. Zum Glück kann sich der Fischer an dem anderen Kajak festhalten, damit es nicht umkippt. Nach einer Weile lässt die Leine schließlich los und der Hai schwimmt davon. Ja. Nummer 11. Das hätte auch schlimmer aussehen können. Im Jahr 2017 lud der YouTube-Kanal GoPro ein Video eines Mannes namens Johann Pottgieter hoch, der vor der Küste Südafrikas Speerfischen ging. Speerfischen wird normalerweise beim Tauchen mit einem etwa 50 cm langen Metallspeer ausgeübt, mit dem man versucht, Fische zu fangen. Johann fischte also in aller Ruhe, als plötzlich dies geschah. Schaut mal hin. Oh mein Gott. Und der tut dem nichts, ne? Schaut mal. Alter. Er schwimmt an die Oberfläche, warnt seinen Freund im Boot und taucht wieder ab. Mike, Mike! Oh mein Gott, Bro. Was für ein Mike? Ein ziemlich beängstigender Moment, wenn ihr mich fragt, aber zum Glück ist alles gut gegangen und er erreicht gerade noch das Boot. Das ist... Nummer 10. Er konnte sich retten, aber das hätte auch schlimmer ausgesehen. Im Jahr 2013 suchten ein deutscher Mann namens Michael Maillard und sein Forschungsteam vor der Küste der Insel Guadalupe in Mexiko nach weißen Haien. Als sie am ersten Tag zum Käfigtauchen gingen, fanden sie nichts. Aber am zweiten Tag schwamm ein riesiges weißes Haiweibchen vorbei. Sie gaben ihm den Namen Deep Blue und schätzten die Länge des Hais auf unglaubliche 7 Meter. Dies ist auch einer der größten Haie, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Nach Angaben des Mannes selbst war der Hai sehr ruhig und schwamm auch ruhig um den Käfig herum. Den Forschern zufolge könnte der Hai trächtig gewesen sein und wie man sieht, konnte Michael nicht widerstehen, das schöne Tier einen Moment lang zu berühren. Oha. Nummer 9. Also ich würde wahrscheinlich so Panikattacken kriegen. Ocean X ist ein Forschungsteam, das sich auf die Erforschung der tiefen Ozeane und die Entdeckung neuer Arten spezialisiert hat. Im Juli 2019 war es ihnen gelungen, zum ersten Mal überhaupt ein Tier von einem U-Boot aus zu markieren. Sie erforschten gerade die Tiefen des Ozeans auf den Bahamas, als sie plötzlich einen riesigen Stupsnasenhai vorbeischwimmen sahen. Diese Haie sind sehr schwer zu studieren, weil sie kein Tageslicht brauchen. Dieser Moment ist nicht so sehr beängstigend, aber wir mussten ihn auf die Liste setzen. Vor allem der Moment, in dem der Hai in das U-Boot schaut, ist etwas ganz Besonderes. Nummer 8. Dieses Video stammt aus einer Folge des Discovery Channel mit dem Titel Lair of the Mega Shark. Die Hai-Experten Jeff Kerr und Andy Casagrande befinden sich aus irgendeinem Grund in einem kleinen Schlauchboot und versuchen, eine Kamera an der Flosse des Hais zu befestigen. Der Hai schwimmt jedoch an das Boot heran und versucht, das Seil zu durchbeißen, das an den anderen Booten befestigt ist. Es sieht nervenaufreibend aus, denn der Hai ist auch viel größer als das kleinere Schlauchboot, in dem die beiden Forscher sitzen. Am Ende gelang es ihnen nicht, die Kamera am Hai zu befestigen, aber es entstanden diese unglaublichen Bilder. Bro. Nummer 7. Ja, manchmal sind im April 2013 fischte ein Mann namens Isaac Brimakim allein mit dem Kajak auf dem offenen Meer. Nach einer Weile fing er schließlich einen Fisch. Er versucht, den Fisch an Land zu bringen und sieht plötzlich einen Hai aus dem Wasser springen, der ihm den Fisch direkt vor der Nase wegschnappen will. Da der Mann in einem Kajak sitzt, reagiert er schnell und beschließt, die Leine zu kappen und den Fisch loszulassen. Hätte er dies nicht getan, hätte der Hai vielleicht das Kajak umgeworfen, denn er sah so aus, als hätte er Lust auf einen leckeren Fisch. In diesem Video sehen wir Coyote Peterson vom YouTube-Kanal Brave Wilderness. Vielleicht hast du schon von ihm gehört, denn er macht viele Lehrvideos über Wildtiere und scheut sich auch nicht, ihnen ganz nah zu kommen. In einem seiner Videos besucht er einen Ort, der als Tiger Beach bekannt ist. Tiger Beach liegt auf den Bahamas und hier kann man mit allen Arten von Fischen schwimmen, auch mit Tigerhaien, ohne Käfig. Tigerhaie können jedoch gefährlich und unberechenbar sein, stellen aber im Allgemeinen keine Gefahr für Taucher dar. Trotzdem geriet Coyote in eine ziemlich beängstigende Situation. Nice. That was close. Nummer 5. Im Juli 2019 fischte eine Familie von einem Boot aus in der Cape Cod Bay in Massachusetts in den Vereinigten Staaten.
Doug Nelson, die Person im Video, hatte einen Fisch gefangen und als sie ihn gerade einholen wollten, sprang ein Hai aus dem Wasser und schnappte den Fisch direkt vor ihnen weg. Oh in einem Gott. Anderen Video, das wir gefunden haben, ist eine Frau namens Sarah mit ihrer Familie beim Angeln. Nach einer Weile hat sie einen Fisch gefangen und dann passiert das. Schaut es euch an. Auf einmal springt so ein Hai, ne? Nummer 4. Wow. Alter. In diesem Video sehen wir einige Taucher, die einen alten Hai beobachten. Dies soll in einem Aquarium in Dubai gefilmt worden sein. Das Aquarium befindet sich in einem Einkaufszentrum, wo es ein riesiges Becken mit Rochen, Haien und Seeschlangen gibt. Es gibt auch einen speziellen Tunnel, durch den man gehen kann, um die Fische zu beobachten. An einer Stelle kommt der Hai im Video ziemlich nah an das Bein eines Tauchers heran, aber eigentlich passiert nicht viel. Trotzdem würde ich selbst nie so nah an einen Hai herankommen wollen, denn man weiß nie, was passieren könnte. Nummer 2. Wir haben eine Gruppe deutscher Touristen, die in der Nähe der Mussel Bay in Südafrika Robben beobachteten, als plötzlich ein großer weißer Hai auf sie zuschwamm. Die deutschen Touristen wussten nicht, wie ihnen geschah, und der Hai begann plötzlich in ihr Schlauchboot zu beißen. Nach Angaben des Mannes, der die Tour organisierte, hatte der Hai das Boot wahrscheinlich mit einem toten Wal verwechselt. Sie konnten trotzdem weiterfahren, aber die Reparatur des Bootes kostete sie $2000. Schon teuer. Nummer 1. In diesem Video, das 2016 von ABC News hochgeladen wurde, sehen wir einen weißen Hai, der um einen Käfig herumschwimmt. Der Hai scheint neugierig zu sein und kommt an einer Stelle ganz nah heran. Craig Capehart, der Mann, der alles gefilmt hat, konnte es nicht fassen und sah sich plötzlich einem riesigen Hai von Angesicht gegenüber. Der Hai beschloss, in den Käfig zu schwimmen, war aber zum Glück auch schnell wieder weg. Würdet ihr euch trauen, mit Haien zu schwimmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm... Also Leute, mit Haien zu schwimmen, ich weiß nicht, wenn das so ein kleiner Hai ist, der mich nicht töten kann oder mich nicht verletzen kann, dann, naja, vielleicht, aber dann nur, wenn mich jemand zwingt, ich sag's euch ehrlich, also mit Haien schwimmen, auch wenn ich jetzt so wirklich Tiere sehr, sehr liebe, auch Haie, aber ich hätte schon ein bisschen Angst davor und ja, ich weiß nicht. Ja Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr Reaktionsvideos sehen wollt, also mehr Reaction-Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Lasst gerne ein Abo, wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.